Haben wir es jetzt? Ja, okay. Jetzt kann ich ganz viele Köpfe einsammeln. Das ist ja fantastisch. Wenn ich jetzt noch wüsste, für was ich die brauche, wäre es noch fantastischer. Dass ich den Quatsch hier wenigstens nicht umsonst mache. Okay, ich habe wieder so ein Drehding, das mich irgendwo nach oben führt. Ich habe zwei Motten. Da oben ist noch eine dritte Motte. Da. Lumos. Lumos macht da mal... Okay, ich nehme mal an, das ist eine von den zwei. Ich bin sogar auf der richtigen. Willst du mich verarschen? Geh doch da hoch! Oh. Das ist eine, das sind nicht zwei. Warum kann ich denn da nicht hoch? Willst du mich verarschen? Das wirkt ja noch komplizierter. Heb dich doch da fest! Bist du eine doofe Pute? Was mache ich hier? Hier fehlt was. Warum kann ich denn nicht da oben hin? Brauche ich noch eine zweite Motte? Weil ich habe nicht umsonst da unten zwei Motten. Nicht. Damit ich noch mehr Drehwirkung habe, aber... Nee. Sind ja an sich schon zwei. Was übersehe ich denn? Ach, danke schön. Ich weiß, dass es da oben weitergeht. Nee. Muss ich da zweimal? Ich bin smart gewesen. Wenn sich das dreht, sollte es die Plattform anheben. Das muss es sein. Ja. Warte. So. Aber ich kann doch gar nicht. Wo geht's denn hier hin? Hallo? Oh, Truhe. Aber ich kann doch gar nicht. Okay, ich muss anscheinend erst die Pulse machen, dann die Motte holen und dann rüberrennen. Das kann ja... Ach Gott, das wird schief gehen. Wo ist denn die Scheißmotte? Da. Okay, die Pulse. Einmal, zweimal. Lumos. Rüber. Ja. Motte Nummer 1. Ach, deswegen sind ja auch vier Motten. Motte Nummer 2. Motte Nummer 3. Ist scheiße. Ah, Moment. Lumos. Kann ich die Motte da drüben einfach... Ich kann die einfach absetzen da. Aber ich werde die von da oben nicht holen können, ne? Das ist, glaube ich, zu weit weg. So. Okay. Oh lol. Lumos. Kleine Motte, kommst du her? Hallo. Ist jetzt aber nicht nett. Aber ich darf hier Akio? Akio-Motte. Nee, eindeutig nicht.
Aber das ist auch. Ich muss Motten zu der Tür bringen. Ja, nee. Echt? Mir war noch nicht aufgefallen, dass du die Motten zu der Tür bringen musst. Ist hier noch irgendwas, mit dem ich leuchten kann? Nee, ne? Okay, warte, ich gehe mal nochmal einen Schritt zurück. Ich habe immer Angst, dass ich runterfalle, wenn ich das mache. Lumos. Hallo, Motte. Ja! Oh Gott, ich habe sie getriggert. So. Sesam, öffne dich. Die letzte Ruhestätte der Hexe. Lodgok sagte, der Helm befinde sich in ihrem Sarkophag. Okay. Ich bin mir sicher, wenn wir den blöden Helm aufnehmen, wird irgendwas passieren. Ich habe gerade die Vase kaputt gemacht. Entschuldigung. Eine tote Erschwinderin. Deine Leute haben sich mit dem Helm davon gemacht. Lodgok wird sich ärgern. Hm. Er ist jetzt ungünstig. Das heißt, ich muss diese blöden Erschwinderinnen jetzt suchen. Hm. Das sollte ich Lodgok zeigen. Ein Siegelring. Okay. Das ist ungünstig. Habe ich hier. Habe ich hier alles. Ja, ich habe keine Truhe übersehen. Ach, ich kann... Es muss irgendwo einen Mechanismus zum Öffnen der Tür geben. Ich dachte jetzt, ich muss wieder außen rumlaufen. Aber es ist natürlich praktisch, dass wir einfach so durch die Wand durch können. Oh, guten Tag. Ich bin wieder da. Lodgok, der Sarkophag war bereits geplündert. Da war kein Helm. Nur eine tote Erschwinderin. Verdammt! Sie sind uns zuvorgekommen. Wir müssen ihn holen, bevor Rookwood sich damit weiter bei Renrock einschmeichelt. Ich habe eins ihrer Lager in der Nähe gesehen. Aber sie werden allein gehen müssen. Ich kann nicht mehr kämpfen. Konntest du je kämpfen? Gut, ich gehe. Gut. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Wenn wir den Helm nicht vor Rookwood bekommen, haben wir nicht einmal mehr den Hauch einer Chance, uns mit Renrock gutzustellen. Unerträglich, dass diese elenden Diebe jetzt solch ein Relikt haben. Vor allem bin ich mir sicher, dass sie nicht mal wissen, was das für ein Relikt ist. Das geht über Stock und Stein, das heißt, ich brauche einen Besen. Ah. Der Besen ist so viel angenehmer. Okay, wir haben hier... Ach so. Die greifen aber nicht mich an, oder? Ne, die kämpfen sich gerade gegenseitig. Ja, das ist ja praktisch. Ihr könnt gerne damit weitermachen. Was ist das da hinten eigentlich? Aber da ist eine große Spinnenwebe, also würde ich es ehrlich gesagt nicht wirklich rausfinden. Trainieren die, oder? Oh. Oh. Diesen Kampf überlebst du nicht. Soll ich dir noch weiter zugucken, oder? Oder sollte ich da jetzt vielleicht mal... Okay. Der Waldtroll. Aua! Oh, ich bin so ein Idiot. Ah, das ist ja praktisch, dass das so ein Waldtroll. Ja. Jetzt bin ich smart.
Sollen wir beenden, was wir bekommen? Ach, haltet ihr doch jetzt die Klappe. Ich kann euch gerade nicht gebrauchen. So, super. Schwer festzunageln. Willst du mich verarschen? Geschickt. Oh, jetzt brennen sie immerhin alle. Ach, das geht nicht! Oh Mann, wie kacke ist das denn? Da, brennen. Brennt ihr alle. Brennt! Das ist schlecht. Aua, au, 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 au. Da, da, da. Ja, brennt, 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 brennt. Da. Bist du tot? Ja, das ist ja praktisch. Dein Explosor geht mir am Arsch vorbei. So. Und ich glaube, ich habe auch was in die 12 Fische getötet. Was ist denn das? Professor Onais? Trollpopel! Oh, lol! Ich sollte mich nicht so über Popel freuen. Aber ich habe damit jetzt ihre Aufgabe fertig gemacht. Ah. Und ich habe ihnen geholfen beim Holzhacken. Guck mal, wie nett ich bin. Was bist du? Oh, ich kann Steine glitschen. Geil, ich kann Steine flitschen. Was seid ihr? Blutegelsaft. Die hab ich schon mal mitgenommen, ne? Kann bestimmt auch angeln. Nee, kann ich nicht. Oh, schade. Und sind nur die Trompetendinger. Ich brauche von hier noch die Kiste, damit ich... Oh, Schwammerl. Damit ich das Lager fertig machen kann. Oh. Eins. Und irgendwas wollte ich Sebastian erzählen wegen einer Spinnerin. Entwaffnung 2. Okay. So. Revelio. Den Helm. Den Helm, den Helm, den Helm. Da ist eine fette Truhe. Und da ist eine tote Spinne. Das ist das. Helm! Und. Oh. Das ist für Rookwood! Unbeschwerte Zeit ist vorbei. Hey. Da. Stirb. Damit habt ihr jetzt nicht gerechnet, ne? Du hast noch Trap. Ach scheiße, erst Incendio, dann Adringo. Ich bin doch blöd. Auch nicht anzugreifen. Es tut mir voll leid, ihr kleinen... Fischies. Da, guck mal, Mehlsack. So, Agnio. Brennen. Niemand wird glauben, dass ich ganz allein eine Aschwinderin besiegt habe. Ach so, das muss ich Sebastian erzählen. Ach so, ja dann. Sebastian! Ich habe schon 2 Erschwinderinnen getötet. Wie sieht's bei dir aus? Du bestimmt nicht, weil du bist ein Lappen. Es tut mir immer noch leid, ihr kleinen Fischis. Ich habe euch nicht mit Absicht aus dem Wasser gezogen. Schwammerl. Schwammerl. Sind nochmal Blutegel. Das ist richtig ekelhaft, dass ich die einfach ausfinde. Ach, da drüben sind auch nochmal welche. Ja, wenn wir schon mal da sind, ne? Warte mal. Wir fliegen da mal kurz rüber. Ich hoffe nur, Rookwood weiß, was er tut. Hallo. Das war nicht so smart. So. Nein, ich war zu stark. Ach, scheiße. Ich bin wahrscheinlich wieder zu langsam.
Diesmal nicht, mein Freund. So. Niemand da, um den Sieg zu teilen. Nee. Oh. Ich wollte. Ja, gut, eigentlich ist es wurscht, ne? Ob ich jetzt eure Zäune abfackel oder nicht. Da oben ist auch ein Merlins Rätsel. Aber ich glaube, wir haben kein Gemüse mehr dafür. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Malvenkraut. Ja, wir haben kein Malvenkraut mehr. Ich glaube aber, das können wir schon anpflanzen. Das sollten wir vielleicht mal tun. Okay, hier ist niemand mehr, der böse ist. Da sind einfach nur noch Blutegel. Was bist du denn? Ach, eine Höhle. Will ich da rein? Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, ob die Höhle groß ist, aber wenn wir schon mal gerade da sind. Und vielleicht finden wir ja was Cooles. Weil jetzt sind wir auch langsam in einem Gebiet, wo die Gegner so vom Level her genauso sind wie wir. Oh, wow. Ich bin jetzt echt auf der falschen Seite raus. Aber hier geht's doch. Geht's hier raus? Schaut irgendwie nicht so aus. Ach so, lol. Da. Muss mir die Wege hier freispringen. Okay. Oh, das ist voll hübsch hier. Wie hast du die? Ein Frosch. Alles klar. Wie so die Blätter runterfallen. Dann meine Ausrüstungsplätze sind voll. Ach, ich. Alter, echt jetzt? Bin jetzt völlig umsonst in diese scheiß Höhle? Ja, hier kann ich nicht hin. Na super. Ist bestimmt voll das geile Ding und ich kann es nicht mitnehmen, weil meine Tasche voll ist. Mann, oh. Na gut. Schau mal wieder raus. Das heißt, wir müssen noch mal irgendwann hierher kommen. Paddel, paddel. Aber jetzt fliegen wir erstmal wieder zurück zu... Ich habe seinen Namen vergessen. Wie heißt er denn jetzt? Stimmt, was ist das eigentlich? Ich will jetzt gucken, was das ist. Ich werde es bereuen, aber... Ah, ja. Kreuzspinnen-Schlüpfling. Boah, die Spinnen hier sind so widerlich. Ich habe die falschen Zauber ausgerüstet. Da. Bah! Bah! Warum habe ich das gemacht? Warum habe ich das gemacht? Aber was ist denn jetzt dieses... Da stand irgendein Text gerade vor mit einem scheiß Webstuhl. Ich habe keinen Webstuhl. Oh, hoppala. Kann ich das hochjagen? Nee. Boah, das ist so widerlich. Wann war ich da schon mal? Warum war ich da schon mal? Was bin ich denn da geritten, schon mal hinzugehen?
als Spaß. Oh, da drüben. Ah, okay. Ja. Wenn du mir was schuldest und nicht zahlst, kannst du dir ein Grab schaffen. Ich gehe jetzt erst. Du hast schon bessere Tage erlebt. Ich fliege jetzt einfach zurück zu dem Kobold. Ob es sicher ist, da reinzugehen? Du warst schon drin. Achso, landen. Hey, ich hab deinen Helm. Die Erschwinderinnen sind den Helm los. So heißt er. Sehr gut. Das wird Renrock sicher beeindrucken. Der Helm strahlt noch viel heller, als ich geahnt hatte. Die Gravur, die Konturen des Profils. Unglaublich. Fantastisch. Er ist fantastisch. Ich verstehe, warum sie ihn zurück wollten. Dass sie den Helm zurückgeholt haben, ist ein Glück für die Diebe. So mancher Kobold hätte dafür getötet. Dann bin ich ja froh, ihn los zu sein. Danke. Damit gewinne ich Renrocks Vertrauen. Ich gehe gleich zu ihm. Das wird ihn von seiner Suche ablenken. Seiner Suche? Es ist nur so eine Ahnung. Sie haben mich tief beeindruckt. Ich bin froh, ihnen vertraut zu haben. Ich hoffe, dass ich da aufgehoben bin. Erstmal sollten wir unsere Vereinbarung für uns behalten. Viele werden nicht glauben, dass wir ähnliche Ziele verfolgen. Das ist okay, damit kann ich leben. Okay, ich habe den einen Auftrag fertig geschafft. Von Sharp. Nein. Oh nein. Wirke den Puls auf einen levitierten Gegner. Scheiße. Habe ich noch nicht. Ach, kacke. Okay. Nee, halt. Warte. Moment. Du musst den ja auswählen. Ah. Okay, wir hatten gerade da vorhin... Hallo. Ich frage mich, ob Sie bei Gelegenheit in den drei Besen vorbeikommen können. Ich könnte Ihre Hilfe gebrauchen. Jo, kriege ich hin. Kriege ich hin. Wie gesagt, vermisst meine Schwester Anne Hogwarts sehr. Sie hat sich irgendwie verändert. Denkst du an dein Versprechen, sie mit mir zu besuchen? Ich breche bald nach Feldcroft auf und freue mich darauf, dich dort zu sehen. Es liegt südlich von Hogwarts. Hoffentlich kommst du jetzt mit dem Explosionszauber zurecht. Er gehört zu meinen absoluten Favoriten. Ja, gehört ich habe ihn gebeten, ihm dabei zu helfen, den Raum zu nutzen, um ihre Ausbildung im Bereich Tierwesen zu vertiefen. Bitte treffen ihn dann dort. Oh, ich kann jetzt bestimmt Tierwesen... Ja, sag aber. Ich habe seit einiger Zeit nichts mehr von meinem Onkel Roland gehört. Ich bin ganz außer mir vor Sorge. Was wollt ihr denn jetzt alle von mir? Nee, will ich nicht. Haben wir es jetzt. Das ist ja schlimmer, als wenn du ein Handy hast. Sind da... Da sind Gegner. Na, guck mal. Ich muss auf einen levierten Gegner Depulso. Muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Wirken. Will ich wissen, was für Gegner da sind? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Oh! Ach, hier ist wieder... alte Magie. Schau, das ist so ein Froschtempel. Yay! Was kriege ich dafür jetzt? Betreten. Eigentlich will ich das nicht betreten. Ich will eigentlich... Ich will doch nur... Seid ihr böse oder seid ihr lieb? Riesige lila Kröte. Nee, das sind einfach nur Tierwesen. Okay, alles klar. Dann brauche ich nochmal mein Besen. Ach, Entschuldigung. Das war die falsche Taste. Das ist mein Besen. So, einmal nach oben. Ach so, stimmt. Ich muss jetzt die Dinge einsammeln. Hoppala. Ich hätte wieder vergessen, wie das funktioniert. Ich will die Frische nicht betreten. Was heißt das überhaupt? Die Frösche haben mich gerade geschluckt. Das war ein bisschen eklig. Na, wo ist denn der dritte Strahl hier? Da. Das ist halt mit dem Besen.
schade, dass das nicht wirklich einfacher. Ich krieg das dafür immer so ein. Nichts. Okay, ich bekomme nichts. Danke. Zu gütig. Da oben. Wer hier wohl gelebt hat. Frische. Direkt unter mir sind Gegner. Ah ja. Moment. So. Levioso. Und jetzt Depulso. Ja. Aha. Dunkler Straßenkult. Es tut mir sehr, sehr leid, kleiner Wauzi. Aua. Aua. Akio, brennen. Jawohl. Einmal. Fell. So, dann habe ich nämlich die Aufgabe jetzt. Immer wenn ich ein Fell aufsammle, jault es einmal. Ist schön. Das heißt, ich gehe jetzt zurück zu Professor Onai. Weil ich glaube, mit der lernen wir Wingardium Leviosa. Kann es sein, dass das so war? Nein, Quatsch, das war mit Trollpopel. Desetto. Garlic war Wingardium Leviosa. Okay. Ist egal, wir müssen auf alle Fälle zurück ins Schloss. Ist auch nur ein kleiner Flug. Bisschen total in der Nähe. Theoretisch wäre da unten. Nee. Nee, wir fliegen da jetzt hin. So zum Abschluss von der Folge. Ich würde es immer noch so, so gerne in Minecraft nachbauen. Ja, dann können wir einfach in der nächsten Folge den Wahrsagenunterricht besuchen. Und vielleicht kriegen wir dann. Vielleicht kriegen wir die Alraunensamen in der Stadt, mit der wir zu. Also, wo wir die kleine Schwester von Sebastian besuchen. Das wäre eine Möglichkeit. Ach, Wahrsagen ist da oben drin. Schwierig, da werde ich jetzt nicht so einfach reinkommen. Okay, wo ist denn hier die erste Möglichkeit zum Landen? Warum ist da ein fucking... Ich habe Fragen. Warum schwebt da eine Sanduhr über den Dächern von Hogwarts? Die man auch nicht einsammeln kann. So. Da muss ich hin. Da hin und da hoch. Oh, Peeves. Ja, lass mich in Ruhe. Du nervst ein bisschen. Ich finde es so süß, wie sich manche Bilder einfach bewegen. Was soll das heißen? Voll, wenn es Tierwesenbilder sind. Tiefster Seele beleidigt, bis auf die Knochen gedemütigt. Ja, ich könnte... Ich könnte... Sie könnte schreien, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Okay, Wahrsagen. Genau, Wahrsagen ist dann da oben eben. Im Turm. So. Unterrichtsstunde Wahrsagen. Wir waren noch nie... Oh! Du gehörst mir, Demigeis. Demigeis! Gefunden. Und wie immer die Weltkugel drehen. Revelio. Hier ist auch noch eine Revelio. Entschuldigung. Ich habe das eventuell kaputt gemacht. Ja. Handbuch. Handlesemodell. Dieses Standmodell einer Hand soll Schüler bei der Praxis des Handlesens helfen. Je nach Winkel, in dem die Hand gelesen wird, hat sie entweder eine beträchtliche Lebenslinie oder wird in voraussichtlich 14 Tagen sterben. Hm.
Solange es nur die Hand stirbt und nicht derjenige, der die Hand liest, ist ja okay. So. Aber wir sind mit der Aufnahmesession für heute mit Hogwarts Legacy fertig. Und wir sehen uns dann einfach übermorgen wieder zur nächsten Folge. Habt bis dahin einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ja.